besser. Schon das Studio auf Rot.
Both song and song.
Das habe ich auch nicht gesagt, Apfel, weil ich es selber gar nicht weiß. Das gerade ist jedenfalls nicht Amon, das ist Hidden Foray. Eines meiner Lieblingslieder übrigens. Klar kenne ich ja Avatar Herr der Elemente. Gibt's auch ein super Spiel dazu. Der Song heißt Berserker. Ah ne, Entschuldigung, das ist Raven's Fight. Ja, ich habe gedacht, ich habe Berserker geklickt. Entschuldigung, Raven's Fight heißt der Song von Amon, ist der neue Song.
So, Leute, jetzt eine kleine Sache oder jetzt eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ist die bessere Wortwahl wahrscheinlich. Ihr wisst ja, ich habe vor einiger Zeit, für alle, die jetzt noch nicht, jetzt sind wir auch nicht so besonders viele, aber das macht ja nichts. Also für alle, die es mitbekommen haben, ich habe vor ein paar Tagen gesagt, dass ich an einem neuen Song gearbeitet habe. Einige von euch wissen schon, dass der Song heute Nacht um 12 Uhr ungefähr veröffentlicht wird auf Amazon, iTunes, Spotify und so weiter und so fort. So nachts um 12. Und dieser neue Song ist jetzt mittlerweile schon für uns alles gesaved und so weiter. Ich habe jetzt auch mit meinem Team heute noch ein paar Mal gesprochen. Auch vorhin im Stream habe ich die Leute schon angeschrieben. Und gesagt, ey, wie schaut's denn aus? Soll ich den Song schon mal spielen? Also eine Art kleine Vorpremiere quasi. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, ja, machen wir. Können wir machen. Haben wir jetzt gerade noch die letzten Details geklärt, ob wir das machen sollten oder nicht. Das ist mittlerweile alles gesaved. Das ist mittlerweile auch sicher. Das Urheberrecht liegt bei uns. Und das heißt, wir haben kein Problem damit. Falls es irgendwelche Reuploads davon gibt, deswegen veröffentlichen wir die Sachen immer erst dann, wenn es auch alles safe ist. Das war es eigentlich schon, als ich neulich einen kleinen Schnitt gezeigt habe, wie auch immer. Gut, unser neuer Song heißt Metamorphose. Ich muss mir jetzt da erstmal kurz noch den Text nur sicherheitshalber mal zurechtlegen. Ist ein bisschen, ich habe den Song noch nicht ganz so gut im Ding. Im Kopf. Ich denke, ich kriege ihn größtenteils gut hin. Ich werde hier und da noch ein bisschen happelig und hockerig sein, aber ich denke, im Großen und Ganzen sollte es funktionieren. Ich habe jetzt natürlich auch nicht, ich bin jetzt auch nicht eingesungen, sollte man dazu noch sagen, ohne mich jetzt rechtfertigen zu wollen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem neuen Song Metamorphose. Ich hoffe, ich bin jetzt so nah am Mikro. Ich stehe immer wieder auf, keine Chance, dass ihr mich klein kriegt. Grenzen werden überschritten und sie zeigen keine Einsicht. Ich spiele meine Rolle und gewähre keinen Einblick. Sie zerreißen sich das Maul, doch auf Gerüchte gebe ich keinen Fick. Fans werden Hater und Hater werden Fans. Alle labern Scheiße und meinen mich zu kennen. Sie machen Content manchmal gut, doch meistens komplett hohl. Sie imitieren meine Sprechart, zeigen Obsession. Eigenes Leben hassen, stalken mich vor Ort, weil sie über Elend lachen, zerstören Dinge, doch müssen nie für Schäden haften. Sie filmen und hoffen, dass ich einen Fehler mache. Sie restreamen mich und betteln aus, bloß im Geltungsdrang, die Bund so motiviert, wie die Einwohner meldern. Und sie sagen, ja, kein Wunder, dass du sie so oft rufst. Ja. Bist doch du Aufgabe, ist keine Option, denn ich hab schon zu viel erreicht. Wenn ich dranbleibe, wird es sich lohnen, ich hab nicht immer Bock, aber wer hat das schon hier? Ein Ziel erreicht. Wenn ich dranbleibe, wird es sich lohnen, ich hab nicht immer Kraft, aber wer hat das schon? Nach der ganzen Scheiße fällt Vertrauen nicht schwer. Ich glaubte an das Gute, doch ich glaube es nicht mehr. Also aufraffen, ich nehm den Staublappen, wisch bis alles wieder glänzt wie mein Augapfel. Wenn du wirklich willst, kannst du's auch schaffen. Dann immer noch ein Hilfe. Sieh aus wie Kautabak, meine. Ist das früh? Meine Metamorphose so Kafkaesk. Ihr brüllt draußen rum und der Nachbar stresst. Die Rap-Covers von Cypher sind unfassbar weg. Ich rap noch nicht sehr lange, doch bin fast perfekt. Sie hassen mich, weil sie ihr eigenes Leben hassen. Stock. Selbst nichts im Leben schaffen, die mit der Glasfaser habe ich fast. Noch. Mit der Glasfaser haben wir neu gemacht, deswegen, weil wir es zur Zeit geschrieben haben. Erzähle ich gleich. Ich dranbleibe, wird es sich lohnen, ich hab nicht immer Bock, aber wer hat das schon? Ja, Aufgabe ist keine Option, denn ich hab fast mein Ziel erreicht. Wenn ich dranbleibe, wird es sich lohnen, ich hab nicht immer Kraft, aber wer hat das schon?
So, das ist jetzt im Prinzip der neue Song. Das mit der Glasfaser haben wir geändert gehabt. Das war ursprünglich ein bisschen anders, weil es zu dem Zeitpunkt entstanden ist, wo das Glasfaser noch nicht vorhanden war. Also wir haben schon länger an dem Song gearbeitet. Da mussten wir den Text ein bisschen anpassen, aber das ist, denke ich, trotzdem ganz gut geworden. Finde ich, hört sich sogar fast besser an als vorher. Und ich persönlich muss echt sagen, ich finde es echt geil geworden. Also es ist ein echt geiler Song. Er war fürs Aufnehmen, fürs Singen von mir, war es ziemlich schwierig. Also ich habe mich da ziemlich schwer getan am Anfang, weil der Text ein bisschen nicht schwer ist, sondern manche Stellen sind ein bisschen arg schnell gewesen für mich in meinem Ding und alles. Und auch der Rhythmus war ein bisschen dingsig. Jedenfalls finde ich, haben wir den echt gut hingekriegt und ist echt super geworden. Dafür übrigens danke nochmal an mein Team. Und ja, wie gesagt, das ist der neue Song, der kommt heute Abend gegen 12 Uhr nachts auf Amazon, iTunes, Google Play, auf Spotify und auf vielen anderen Plattformen noch. Genau. Alleine gemacht. Naja, ich und mein Team halt, ne? So, hört sich gut an. Bis jetzt dein Bestes, finde ich. Es freut mich. Ich persönlich muss auch sagen, ich finde ihn sehr gut gelungen. Wie gesagt, ich habe mich sehr schwer getan beim ersten Mal. Ich glaube, ich habe den bestimmt 10 Mal aufgenommen oder so. Und ich habe mich da echt schwer getan. Aber mein Team ist halt richtig geil und stehen halt richtig gut hinter mir und das kriegen wir halt echt gut hin. Und das war super. Also, ich habe es dann halt oft genug probiert und dann hat es schon geklappt. Ursprünglich, das kann ich jetzt im Nachhinein ja mal erzählen, eigentlich ist die Sache jetzt schon vom Tisch. Ihr erinnert euch, denke ich, wir hatten ja jetzt 3 Songs gebracht gehabt. Also 2 Songs gebracht. Wir hatten jetzt Meine Stärke und kurz zuvor hatten wir noch Ding gebracht oder andersrum, ich weiß es gar nicht genau. Und ursprünglich war Metamorphose zu dem Zeitpunkt, als wir Ding und Meine Stärke aufgenommen haben, war auch Metamorphose dabei. Da war allerdings das Problem zu dem Zeitpunkt, dass ich Metamorphose, wie gesagt, eben nicht richtig aufnehmen konnte, weil ich da einfach nicht gut genug drin war. Damals auch noch das alte Mikro benutzt, jetzt mittlerweile, wobei ich glaube, bei Meine Stärke haben wir, glaube ich, auch schon das neue Mikro benutzt, bei Ding war es noch das alte. Oder andersrum. Da komme ich immer zeitlich ein bisschen durcheinander. Aber ansonsten ist es wirklich gut geworden. Wir wollten es ursprünglich als eine Single rausbringen, beziehungsweise als EP. Das hat aber nicht funktioniert. Wir hatten noch einen dritten Song dafür, wir hatten noch einen weiteren Song dafür, der jetzt aber weggefallen ist vorerst. Und Metamorphose ist dann weggefallen. Dann hat man nur 2 Songs. Dann haben wir gesagt, okay, bringen wir jeden Song einzeln. Und das haben wir jetzt mit Metamorphose eben auch noch im Nachhinein gemacht. Genau. Der andere Song, weiß nicht, ob wir den noch veröffentlichen. Das ist im Prinzip kein richtiger Song. Das ist im Prinzip nur so eine abgeänderte Version als Single. Also nicht mal mit Stimme, sondern einfach nur als Instrumental. Aber eine abgeänderte Instrumental-Version von einem Song. Von welchem sage ich allerdings nicht, weil ich nicht weiß, ob wir ihn wirklich bringen oder nicht. Das wird sich zeigen. So, das Lied ist wirklich totaler Müll. Tja, dann bist du jetzt hier definitiv raus, wenn du hier nur rumbeleidigen willst. Und ein totaler Müll ist nämlich die Sache, was du hier scheiße laberst. Oder was brauchen wir hier nicht. Bin auf das Video gespannt, falls eins kommt. Das ist auch so die Sache. Eigentlich wollte ich ja dazu ein kleines Video machen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt gestern und heute überhaupt nicht dazugekommen bin, überhaupt irgendwas zu machen, außer am Computer ein bisschen rumzufummeln für mein Zeug. Dann habe ich ein bisschen Let's Plays noch aufgenommen von Green Hell. Ich bin noch nicht dazu gekommen, überhaupt Aufnahmen zu machen. Eigentlich soll am Montag ein Video dazu kommen. Es kann aber passieren, dass am Endeffekt wahrscheinlich bloß der Song wird auf jeden Fall auf meinen Hauptkanal auch kommen, aber ich denke, er wird hauptsächlich dann auf dem Hauptkanal kommen und ich denke, ich werde da bloß ein Bild dazu machen. Vielleicht mache ich ein paar kleine Szenen, ich weiß noch nicht. Was besonders groß oder aufwendig ist, wird es nicht. Dafür fehlt mir zum einen das Budget, zum einen die Leute und zum anderen im Moment tatsächlich leider auch die Lust, muss ich sagen. Aber ich habe schon überlegt, ich habe schon ein paar Ideen. Ich habe das schon überlegt, ob ich da einfach ein paar Hater-Ausschnitte aus einem Video rausschneide, weil ich ja oftmals so Szenen gerne hätte, wo ich einfach so eine Straße langlaufe. Einfach mal gucken, vielleicht habe ich da ein paar Ideen dafür. Muss mal schauen. So, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, für den Song, zum Zuhören besser gesagt. Und jetzt schauen wir mal, was machen wir als nächstes. Ja, komm. Jetzt mal noch wegen Amon laufen.
Dragon Monday muss auch noch geklärt werden. Ja, da muss ich auch noch an aufnehmen für die kommende Woche jetzt. Das ist auch geplant. Aber da weiß ich auch noch nicht, wie ich da weiterverfahre. Da muss ich auch schauen, was ich da genau alles reinbringe. Also Dragon Monday wird auf jeden Fall kommen, aber es wird wahrscheinlich keine allzu lange Folge werden, weil ich die Woche nicht wirklich viel erledigt habe, wo ich euch daran teilhaben lassen kann. Es ist mehr private Sachen, die euch aber nichts angehen und die ich auch nicht im Internet verbreiten möchte. Nur mal so am Rande. Ich kann mal kurz in den Link gucken. In den Spotify. Und im Spotify ist tatsächlich das beliebteste Lied mit den meisten Klicks und den meisten Aufrufen ist tatsächlich Ding. Ding hat über 1400 Streams. Und Ulu hat gerade mal 814, was natürlich auch sehr viel ist. Das ist aber auch in den letzten 7 Tagen, muss man dazu sagen. Ich kann mal die komplette Liste machen. Da ist es tatsächlich dann Ulu, da hat 37.200. Da kommt dann kurz drauf, kommt Unbesiegt, daraufhin kommt, da ist dann Ding wieder an letzter Stelle. Okay, Ding ist wahrscheinlich nur deswegen in den letzten 7 Tagen so hoch, schätze ich mal, weil das einfach der neueste Song oder einer der neuesten Songs ist. Wobei ich sagen muss, dass meine Stärke echt heftig abgegangen ist. Das kommt schon auf Platz 3 tatsächlich in der Liste. Das ist nicht schlecht. Genau. Ding sehe ich gerade, ist der neueste Upload gewesen. Und jetzt hat er noch Metamorphose dann ab heute. Also wie gesagt, ihr könnt gerne auf Spotify gucken. Drachenlord, da haben wir 5 Songs. Das ist mittlerweile der 6. jetzt. Wo kommt dann heute Abend? Würde mich freuen. Ich finde Ankündigungslaut immer noch am besten, okay? Tatsächlich muss ich mal überlegen, was ist eigentlich mein Lieblingssong von mir? Also der Song, der mir am besten gefällt von denen, die wir gemacht haben, also ich und mein Team. Jetzt würde ich sagen, Metamorphose gefällt mir am besten mittlerweile. Aber das ist natürlich, weil ich den jetzt schon kenne, ihr habt jetzt nur einmal gehört gerade. Vielleicht teilt ihr meine Meinung, wenn der Song rausgekommen ist. Ulu finde ich auch nicht schlecht, aber ich muss, glaube ich, sagen, dass meine Stärke mir am besten gefällt. Vom Text her und vom Gesanglichen her und alles hat mir das, also nicht vom sängerischen, also nicht vom gesanglichen Künstler her, nicht von den gesanglichen Künsten her, sondern vom Allgemeinen gefällt mir, glaube ich, meine Stärke mit am besten. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch Unbesiegt ziemlich geil finde. Unbesiegt ist halt vom Genre ein komplett anderes Lied. Ulu ist Hammer, könnte ich den ganzen Tag hören. Freut mich, vielen Dank. War das Ulu? Nee, Ulu war es nicht. Unbesiegt war es. Unbesiegt war ein bisschen eine kleine Überraschung für uns, also für unser Team. Weil das Witzige daran ist, die meisten von uns wollten den Song gar nicht veröffentlichen. Wir haben so gesagt, der Song ist so gut und so weiter, aber wir wollen den Song nicht veröffentlichen. Aber der hat sich an sich ganz gut angehört und so. Und habe ich gesagt, willst du nicht ganz weg, also wollt ihr ihn jetzt ganz wegwerfen oder nicht? Dann habe ich gesagt, naja, also ich würde ihn schon behalten eigentlich. Ich würde ihn trotzdem mal hochladen. Ich finde ihn nämlich eigentlich echt gut gelungen. Und es war dann tatsächlich so, dass ich mich durchsetzen konnte oder wir uns durchsetzen konnten, die das wollten. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir ihn tatsächlich hochgeladen haben. Und es war dann für alle eine kleine Überraschung, dass der wirklich so einen Boom gemacht hat. Ich meine, jetzt muss ich nochmal auf Spotify schauen. Ich meine, wie gesagt, der ist auf Spotify, hat eine echt gute Bewertung eigentlich. Mal eben gucken, Moment. Wie hat denn der jetzt abgeschnitten? Wartet mal. Songs. Er ist tatsächlich auf dem 2. Platz. Also Ulu hat insgesamt 37.200 Klicks im Stream, also 37.200 Streams hat Ulu
Und mit 36.700, also nur knapp danach, ist tatsächlich unbesiegt. Das war so eine kleine Überraschung für uns, weil wir halt eigentlich gar nicht gedacht haben, dass wir... weil wir gar nicht gedacht haben, dass es tatsächlich so abgeht. Also auch ich nicht. Ich habe gedacht, der würde vielleicht ganz gut ankommen, weil er ganz gut ist vom Text her und so. Aber ich dachte auch nicht, dass das so abgeht. Und der ist tatsächlich der ist tatsächlich mein zweitmeistgehörter Song. Oder unser zweitmeistgehörter Song. Richtig cool. Also richtig, richtig geil, muss ich sagen. Ich habe die Songs nie gehört. Das kann man ändern. Ich glaube ja, mehr man sollte sich einen Song wiederfinden, umso besser empfinden, was empfindet man den Song. Ich finde es gut. Ja, das ist ja der grundlegende Aspekt der Songs, die wir machen. Es geht ja in meinen Songs oder in unseren Songs geht es ja um mich, ja, um mein Leben, um das um mich herum und so weiter. Und natürlich ist es dann auch entsprechend so, dass wir in den Songs oder dass ich in den Songs natürlich viel über mich singe, über mich rappe oder was auch immer. Ist ja nicht zwangsläufig Rap. Wir machen ja, oh Gott, wie heißt dieses Genre? Ich muss einen Kumpel fragen. Ich glaube Trap oder so. Viele beschweren sich immer, Autotune. Ja, es ist wirklich sehr, sehr viel Autotune dabei. Wobei ich sagen muss, ich finde Metamorphose ist gar nicht so Autotune-lastig mehr. Aber tatsächlich ist ja Trap oder der Stil, ich weiß nicht, ob es wirklich Trap heißt, ich bin damit, aber der Stil, den wir machen, der ist ja absichtlich viel Autotune drinnen. Ich weiß nicht, ob das Ding Trap heißt, kann auch sein, dass es ein anderes Genre ist, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den Genres außerhalb von Metal nicht so aus. Naja, unbesiegt ist definitiv klarer Rock und Metal, ne? Also das geht ins Rock und Metal, unbesiegt. Aber wir halten uns ja auch nicht auf einen Genre fest. Also Ankündigungslaut und ich glaube auch Ulus sind ja mehr Richtung, gehen ja Richtung Rap, auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein, ist mir egal, was wir für einen Stil machen an Musik. Es ist halt einfach Musik. Und wir machen halt das, worauf wir Lust haben und wie wir halt auch als Team uns zusammen entscheiden. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon einen Metal-Song oder Rock-Song rausgebracht, das ist eben unbesiegt. Wir haben schon mehr hip-hop-lastigere Sachen rausgebracht, das ist dann eben eher so Ulu oder eben auch vor allem natürlich Ankündigungslord. Tja. Warum der Nebel? Weil nicht jeder sehen muss, wie ich mir was ins Gesicht schiebe. Wobei das in dem Fall hier relativ gut ist, weil es sehr viel gesund ist, weil es sehr viel, das ist hauptsächlich Spinat. Cannelloni mit vier Käsesorten
Spinat und Gemüse. Also relativ vegetarisch im Vergleich, Ausnahme natürlich mit dem Käse. Wobei Käse selber ist ja noch vegetarisch. Ich glaube, das wäre ja vegan dann ohne Käse. Aber dafür liebe ich Käse viel zu sehr. Immer noch einer der besten Songs von Amon. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, die vier Käsesorten waren jetzt ein bisschen zu schwer. Vielen Dank übrigens für gerade. Ich habe leider nicht gesehen, was es war. Es waren 100 Likes. Dann vielen Dank für die 100 Likes. Grillen ist ausgefallen, ja. Es pisst wie Sau. Weil es jetzt gerade nicht pisst, aber es ist kalt wie Sau. Wie viel Grad haben wir? Moment. 5 Grad haben wir. Da grill ich nicht. Wieso hustest du eigentlich immer? Weil ich mich verschlucke. Ich weiß nicht warum, aber ich verschlucke mich sehr oft. Außerdem habe ich meistens irgendwas. Ich bin ein bisschen verschleimt manchmal, unabhängig davon, dass ich krank bin. Und manchmal hilft das Räuspern nicht, dann huste ich, dann ist es weg. Bei dir schneit es, um Gottes Willen. Ich hoffe nicht, dass es bei mir schneit. Gefrieren darf es jetzt nicht mehr, ey. Wenn es bei mir gefriert, habe ich ein Problem. Gierschlund. Wieso Gierschlund?
weil du keine Scheiben mehr im Fenster hast. Hä? Bist du bescheuert? Gierschlund sagt mal, wenn jemand schnell frisst oder viel frisst. Das ist ein Gierschlund. Aber ein hirnloser Hater wie du weiß das mit Sicherheit nicht. Also bist du ein normaler Esser und hast deswegen keinen Husten. Den Husten habe ich nicht vom Essen. Außerdem, was heißt hier Gierschlund? Ich bin überhaupt nicht fertig mit dem Essen. Nein. Was ist eigentlich dein Problem, Mario? Warum brauchst du hier gerade Stress? Hast du Mauljucken oder was? Jetzt ist er verdächtig ruhig, der Mario. Erzähl mal, hast du Mauljucken oder warum machst du hier so einen Stress und so eine Welle? Würde mich interessieren. Wieso bist du so aggro? Ich bin nicht aggro. Du machst hier voll die Welle, Alter. Nennst mich Gierschlund und beleidigst mich damit? Machst hier voll den Stress und voll die Welle gerade? Mario ist kein Schwertkämpfer. Ach so, also verstehe nichts von Ehre, verstehe. Und Leute, der Einzige, der hier Leute zur Ressort ruft, bin ich. Guter Song. The Nazis lies. Live Victoria. Rauchen ist aber nicht gesund. Kollege, ich rauche in erster Linie das Zeug hier. Und da ist keiner mal, da ist nicht mal Nikotin drinnen. Da ist kein Nikotin drinnen, kein Teer, gar nichts. Was brauche ich nicht aufdrehen bei dem Song? Kann ich das ein wenig lauter machen? Zum Herrn. Die Losers sind so dumm, Mann. Das kann nicht sein. Warum seid ihr so dumm? Das ist doch Zeitverschwendung. Was macht ihr nur? Spam von mir aus ruhig. Und ich blocke in der Zwischenzeit die gesamte Gruppe. Und dann ist nämlich Ruhe. Schießt im Scharf, der Lutscher. Praktisch, ich habe schon die ganze Gruppe geblockt, nur einer hat gefehlt.
Nice. Gruppe löschen. Eigentlich könnte man die Gruppe gleich wegen Spam melden. Schöne fette Arschkarte für die Assis. Somehow, try to have a Nazi life, Prima Victoria. Nö. More Victoria. Falls du es noch nicht begriffen hast, Artikel 13 ist bereits in Kraft getreten, soweit ich weiß. Die letzten Wahlen sind doch schon durch, die haben es doch durchgewunken. Leute, wenn ihr jetzt weiter über Politik redet, fliegt der eine nach dem anderen raus. Das hat hier nichts verloren in meinem Stream. Weil es in meinem Stream nichts verloren hat und ich das sage. Window Colors habe ich bestellt, ja, und die kommen am Montag, angeblich. Aber ich vermute, dass die eher am Dienstag kommen. Schreibst du noch dein Buch?
Ich bin eigentlich immer zu Hause, wenn die kommen, einfach deswegen, weil ich ja YouTuber bin und deswegen von zu Hause aus arbeite. Kommt relativ selten vor, dass ich nicht zu Hause bin. Drache, halt durch, wir sind jetzt in Valhalla. Ah, das bezweifle ich. Ich habe eher das Problem, dass manche Postboten, nicht alle, manche einfach nicht hupen. Das Problem habe ich vor allem bei Hermes. Die hupen nicht, die klingeln nicht, gar nichts, die fahren einfach weiter. Tatsächlich war ich im Hof gestanden, als ein Hermes-Fahrer vorbeigefahren ist. Ich habe das Handy in der Hand gehabt, weil ich auf ein Paket gewartet habe. Schau drauf, schau auf Hermes, Lieferservice, Lieferung. Und genau in dem Moment, wo ich drauf schaue und der vorbeigefahren ist, so 5 Minuten später oder was, steht da Person nicht angetroffen. Alter, ich war sogar daneben gestanden, als er vorbeigefahren ist. Lieber ein Fettwanz als ein hässlicher, dummer Hater, der nichts im Kopf hat aus Beleidigungen. Denn ich bin immer noch mehr wert als du. Hässlicher Schuh. Du hast doch gar keine Klingel. Wenn du meinst. Wenn ich über Amazon bestelle, kommt selten das Zeug per Hermes. Da fällt mir ein, ich könnte mal schauen, ob mit wem das geliefert wird. Gar nicht darauf geachtet. So, Lieferverlauf, mal sehen. Montag kommt es an. Wir werden das geliefert mit der Deutschen Post. Okay. Und die Glassichthüllen? Kommt zwischen dem 23. Mai. Was? Zwischen dem 23. Mai und dem 3. Juni? Wollt ihr mich verarschen? Arsche? EEVER. Janexpress. Was zur Hölle ist Janexpress? Ja, noch nie gehört. Alter, woher kommen die denn? Aus Timbuktu oder was? Merkwürdig. Das ist mein Zimmer, aber was lässt dich glauben, dass es nicht auch mein Studio ist?
Es ist mein Studio. Schlafzimmer ist nebenan, Küche ist gegenüber, Bad ist raus und rechts. Wohnzimmer ist oben. Badezimmer ist oben. Naja, ich habe ein ganzes Haus, ne? Ich habe genug Platz. Ein zweites Studio habe ich auch direkt über mir. Das hier ist das Streamstudio und oben habe ich noch ein Aufnahmestudio für meine Videos. Das ist ganz gut, dass man es nicht erkennt, das ist Absicht. Entschuldigung. Had an angel of the morning, the love shine, had a ranger the night. Das Witzige ist, ich kann mich 3 Wochen nicht rasieren und mein Bart wird nicht länger als so, wie er vor kurzem war. Ich habe mich jetzt vor 2-3 Tagen rasiert und ich habe mich seither nicht einmal rasiert. Und wenn ich mich jetzt 3 Wochen nicht rasiere, sehe ich ungefähr so aus wie beim letzten Mal. Wenn ich ungefähr so lange Barthaare. Höchstens. Wenn überhaupt. Anders als meine Barthaare wachsen meine Haare auf dem Kopf, also meine Kopfhaare, meine. Ja, meine Haare halt als solches viel schneller. Dein Wachstum hätte ich auch gerne. Naja, bei mir ist dafür ist das Wachstum meiner Haare doppelt so schnell. Vermisst du deine langen Haare? Nö, eigentlich nicht. Die kurzen Haare sind bei weitem entspannter. Und es gibt viele, die sagen, mir stehen die kurzen Haare besser. Es gibt aber auch viele, die sagen, die langen Haare haben mir auch gut gestanden. Also ist ganz unterschiedlich. Machst du auch Gaming-Streams? Puh, ja, schon. Gelegentlich. Stimmt, ich wollte eigentlich noch ein bisschen... siehst du mal, ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen Green Hell streamen. Langen Bart habe ich nie gehabt. Ich
Ich habe maximal so ein Kinnbart gehabt und das hat bestimmt ein Jahr gedauert oder 2 Jahre gedauert, bis es so lang war. So lang wie jetzt meine Kinnhaare sind, so lang war mein Bart. Und das nach, keine Ahnung, 3 Monaten? Wann habe ich mich das letzte Mal rasiert? Also abgesehen vor kurzem. Januar, Februar. Das ist kein Witz übrigens, das ist wirklich so. Das ist mir aber auch erst tatsächlich aufgefallen, als ich mich rasiert habe. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal rasiert habe. Es kann auch sein, dass es Oktober oder so war. Ihr habt im Stream eigentlich gesehen, wann ich mich rasiert habe. Irgendwann in den letzten Streams war das mal. Zwischendurch habe ich mich nicht rasiert. Also sind schon ein paar Monate dahin, denke ich. Einmal im Monat, einmal 2 Monate rasiere ich mich vielleicht. Letzter Song übrigens. Tools finde ich an sich eigentlich ganz geil. Mal, das war's. Kann ich live? Logisch. Geh einfach in deinen Live, geh einfach auf deinen Kanal, schalt alles soweit frei für deinen Browser und so weiter. Dann gehst du einfach oben links auf den großen, fetten Go Live Button und dann kannst du streamen. Kann jeder machen. Recht, echt lässig. Boah, ich hab da richtig Kopfweh, Alter.
So, Leute, das war's, würde ich sagen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Macht keinen Blödsinn. Macht keinen Blödsinn. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Haut rein und tschö, tschö.